Okay, los. Hallo und herzlich willkommen bei Lumi Kakashi TV. Ich bin Lumi. Der Feind hat Charlie eingenommen. Was? A ist abgesichert. Pano. Aha. Ja, also wir sind wieder bei einem weiteren Commentary. Im Hintergrund seht ihr ein Sniper-Gameplay. Ich weiß nicht, was für eine Map, was für ein Modus. Express und Herrschaft. Okay, gut. Genau, das ist auf jeden Fall von Kakashi, aka Chris, erspielt. Er hat mit der DSR gezockt. Aufsätze weiß ich nicht, Extras weiß ich nicht. Das seht ihr aber immer rechts, wenn er dann respawned wird. Er spielt mit Abschlussserien Drohne, Vorräte, Blitz. Drohne, Hunter, Killer, Vorräte. Genau, und ihr seht ja ein paar geile Quickscopes. Paar Kills mit den Abschlussserien und ja, noch zwei, drei mit der Secondary und ja, habt einfach Spaß, genau. Ja, heute wird's wieder mal so ein bisschen Themen, Kommentare erklären und sonst was. Ja, genau, also dachten wir fangen mal vielleicht mit einem Rückblick so an. Also wir haben ja diesen Channel so gestartet, irgendwann nach... By the way. Ja, so, wir haben ja schon die ersten Videos schon vor im Herbst hochgeladen. Also ich selber finde jetzt nicht unbedingt so gut. Da waren wir auch ein bisschen. Das war einfach der Anfang und so. Und dann gab es ja Videopause und all das. Und ja, das heißt. Aber jetzt sind wir schon seit längerem wieder aktiver. Genau, und dann haben wir ja eigentlich richtig wieder angefangen, also mit dem Dolphin Dive Video und ersten. Terry und da ist dann auch mit den Abonnenten gestiegen natürlich. Das hat uns natürlich gefreut. Wir sind mittlerweile bei 70 Abonnenten. Danke dafür. Ja, ich hab dir mir schon gesagt, wir werden vermutlich 100 Abonnenten vorher haben, als wir das 50 Abonnenten Special hochladen. Ja, nee, und wir sind einfach voll dankbar und so für eure Unterstützung, für eure Likes. Ja, wir sehen auch voll. In letzter Zeit haben wir also für so eine Abonnentenzahl viele Likes, denke ich mal. Ja, eins immer wieder so immer negativ, immer wieder so, okay, ein, danke. Zwei Dislikes. Naja, das ist uns egal. Aber wir freuen uns natürlich über euch, die unsere Videos schauen und so. Und ja, wir schätzen das sehr. Auch Kommentare, das freut uns immer. Und ja, genau, das war so unser Rückblick von 2013, wie wir halt dann neu angefangen haben. Ich glaube, wir sind jetzt vielleicht so 3-4 Monate aktiv, kann das sein? Ja, ungefähr sowas, aber... Genau, ja. Wie viel haben wir gehabt, bevor wir wieder so richtig angefangen haben? Ich weiß es nicht. Ahnung, irgendwas zwischen 20, 30... Egal. So irgendwas, 20, 30, sowas. Ja, und genau... Dann haben wir jetzt halt 70, das ist geil, ich kann es nicht mehr. Und wir dachten, jetzt machen wir noch einen kleinen Ausblick. Also jetzt ist ja Juni, heute ist der 13., glaube ich. Und ja, ich habe Ende des Semesters ist jetzt kurz, jetzt habe ich noch bis zum 28. so etwa richtig Schule. Da habe ich richtig viele Prüfungen. Es ist mega, also recht streng und ich muss auch recht viel büffeln lernen, was ihr sagen wollt. Und das ist halt nicht so geil, weil, ist echt scheiße. Aber darum kann ich auch nicht so viel Videos machen oder nur Live-Commentaries, aber die gefallen euch auch. Und es kommt... Dafür kommt im Juli dann, Anfang Juli habe ich dann richtig viel Zeit, kann auch mehr zocken, mehr Videos machen, es werden geile Videos kommen und was ist am 15. Juli? Da kommt der kleine hässliche Schweizer zu mir nach Österreich. Ja, ab nach Österreich zu den Ösis, Mann. Ja, und das wird auf jeden Fall genial. Wir werden geile Videos machen, wir werden Slender spielen. Wir werden ein paar Real-Life-Videos drehen, die werden wir aber nicht hochladen. Das kommt dann vielleicht später mal. Genau, also auf jeden Fall, es wird echt hammergeil. Wir werden da alles aufnehmen. Wir werden, es wird einfach Hammer. Und wir haben... Wenn ihr wüsstet, was ich und Chris für Ideen haben, so
an Videos, an Clips. Das Problem bei uns ist halt immer nur, dass wir halt nicht immer direkt so viel Zeit haben. Aber genau, das liegt halt vor allem so an Schule und sowas. Genau, vor allem jetzt im Moment. Aber wir haben echt so geile Ideen, Videoclips, die wir machen wollen. Auch Commentary-Ideen. Und ja, wir sind... Ja, wir haben so viele Ideen, das glaubt ihr gar nicht. Aber oft fehlt es uns auch ein bisschen an Leuten. Also wir langsam fangen wir uns da ein bisschen mehr Leute kennen, lernen wir kennen und die uns auch helfen können. Oder ja. Was auch ist, ist eben das, wenn wir mal wieder mehr Zeit haben, dass dann nicht nur Live-Commentaries kommen werden, sondern vielleicht auch irgendwie mal Themen-Commentaries oder sowas. Über bestimmte Themen. Und ja, und auch geile Clips, also so echt lustige Clips, auch was anderes als, genau, Funnies and Fails, das gefällt euch, ja. Und wir werden allgemein einfach, werden auch lustige Clips und Ideen, Spiele, die ich vielleicht so Ideen habe, kommen. Wir machen auch ein Musikvideo, genau, verschiedene Musikvideos, ja genau. Und wir haben echt viele Ideen. Und das ist halt auch, wenn man, das braucht halt auch sehr viel Zeit und deshalb ist, und ja, genau. Und ja, wir freuen uns natürlich, wenn ihr das schätzt, weil es ja Zeit braucht. Und was wir noch sagen wollten, also wir machen wahrscheinlich bei Germany's Next Commentator mit, das ist so, Tomark Payne macht da mit, das ist so ein YouTuber, der hat etwa 10.000 oder so. Der macht ja so Commentaries verschiedenster Art, hauptsächlich Themen-Commentaries. Und der hat, das ist jetzt die dritte Staffel davon, das ist jetzt nicht so ein Riesending, aber trotzdem so ein paar hundert Leute, die da zuschauen, denke ich mal. Und ja, das ist auf jeden Fall richtig geil, wenn wir da vielleicht ein bisschen weiterkommen würden. Und genau, und Support von euch, also auch, dass wir halt da, wir werden vielleicht den auch den Channel verlinken da, könnt ihr mal abonnieren und dann, wir müssen dann bis 28. Juni so ein Infovideo, was ein Commentator machen muss, also was der zu machen hat und müssen wir da hinschicken und wenn wir Glück haben, kommen wir direkt ins Viertelfinale. Das sind dann noch 8 Leute und dann geht's dann ab 6. Juni, Juli geht das dann los und so. Und ja, das wäre natürlich toll, wenn ihr uns da auch ein bisschen mitverfolgen würdet. Und ja, wenn wir da weiterkommen. Genau, ja, ich denke, das war der Ausblick von, was wir weiterhin machen werden. Wir werden sicher aktiv bleiben. Ah ja, zu den Games noch. Was auf jeden Fall, wir kaufen sicher Ghosts. Ghosts, eben das neue, sozusagen Modern Warfare 4, aber sie wollen es ja nicht mehr so nennen. Und auch Battlefield 4 kommt sehr wahrscheinlich auch, das kommt ja vor Ghost raus. Das heißt, ja, ihr seht noch. Ja, genau. Das heißt, ihr seht vorher noch Battlefield 4 von uns. Das, ich habe noch nie Battlefield so richtig gezockt, und ich, aber dein Trailer sieht dann geil aus. So. Und ja, also das wird sicher auch geil. Ich denke, ihr freut euch auch darauf. Es ist halt. Ich finde, man kann das gar nicht vergleichen. Die Leute, die sagen, ja, COD ist scheiße oder Battlefield ist scheiße, das kann man gar nicht vergleichen. Das sind zwei so verschiedene Spiele, finde ich. Klar, beiden sind Shooter, aber ja, die Art ist verschieden. Ich denke mal so, Battlefield ist halt mehr so auf so, dass es real, mehr so real zu spielen ist. Und man kann da halt nicht die über Gameplays reißen, mit, weil es einfach so die Maps so riesig sind und so, aber ja. Ja, so und also real, ich meine, kein Spiel ist das richtig ist real, aber trotzdem sind einfach, ich finde COD genauso gut und mir macht's beides, würde wahrscheinlich beides gleich viel Spaß machen. Und ja, wir werden jetzt auch bessere Gameplays versuchen zu spielen, also mit ein bisschen, also wenn wir uns supporten, wir sind jetzt nicht die Überpros, das wisst ihr ja, aber egal, dazu kommen auch Videos und ja, ich denke, dann kommen wir langsam zum Ende. Das Gameplay ist auch nochmal 50 Sekunden. Genau. und ja, was ihr an euch auch freuen könnt, ist das Schweizerdeutsche Special. Das will ich unbedingt mal machen. Das wird sicher lustig. Es wird auf jeden Fall noch so 50 Abonnenten Special kommen. Das wollten wir nicht nur in einem Video machen, sondern da wollten wir so mehrere kleine Specials machen. Und das wird, da könnt ihr euch ja, genau, freuen. Wenn wir uns das genau mal so vornehmen.
Und es wäre natürlich auch toll, wenn ihr jetzt Kollegen habt oder so, die vielleicht auch so auch manchmal so YouTube schauen und so, wenn ihr vielleicht, wenn ihr unsere Videos gut findet, auch mal, hey, kannst du mir mal schon vorbeischauen oder so. Wenn ihr denkt, oh, der hat jetzt wieder, das war jetzt eine lustige, Funnies and Fails. Und ja, genau, okay. Dann. Sagen wir mal, das ist das Ende, weil das Gameplay ist jetzt auch schon aus. Es endet mit einem 39 zu 10 und ja, Tim, du sagst jetzt die letzten Worte. Ja.